Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew. Deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch altes Lego mitgebracht, ein ganz besonderes Set. Dieses Set kennt, glaube ich, jeder. Also zumindest die Leute, die sich ein bisschen mit altem Lego beschäftigen, weil das ein überaus ikonisches Set ist. Das fällt mir immer sofort ein, wenn ich an Häuser denke. Dieses schöne Ferienhaus mit der tollen Nummer 6374. Übrigens diese 74, also diese 74, die kommt auch hier nochmal vor. Das ist ganz lustig. Also nicht nur hier, sondern auch hier. Verrückte Dinge. Und dieses Set gucken wir uns heute mal an. Denn ich habe ein bisschen Bock auf Ferien, ich habe ein bisschen Bock auf Urlaub. Dieses schöne Ferienhaus ist eigentlich so die richtige Blaupause für einen Trip, einen der nächsten Trips. Es geht ja jetzt schon auf die Urlaubszeit zu, also ganz latent. Wenn dieses Video ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich im April oder Mai. Aber der Sommerurlaub wird da wahrscheinlich schon geplant. Und deswegen ist das ein super geiler Anheizer für jeden von euch. Ich würde sagen, nehmt euch was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu essen, denn es ist Review-Zeit. Yeah! So, ich überlege, womit wir anfangen. Vielleicht mit der schönen Box? Oder wollen wir erstmal einen ganz kurzen Blick in den Collector's Guide werfen? Genau, so machen wir das. Ich schiebe das Set mal hier so ein bisschen zur Seite. Das schiebe ich mal hier hin. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Box. Das ist ein Schiebekarton, aber dazu gleich mehr. Hier die Anleitung und wir gucken uns mal den Collector's Guide an. Collector's Guide, du weißt Bescheid. Link ist unten in der Beschreibung. Zieht euch das Ding, wenn ihr es nicht schon habt. Auf Seite 184, ganz unten links, ist die Ferienvilla bzw. das Holiday Home. Hier, ich sage immer Ferienhaus. In sehr, sehr guter Nachbarschaft zur Tankstelle 6371, die ist ziemlich cool, und zur Polizeieinsatzzentrale der 6384. So. Hier drüben ist übrigens der Burgerstand, den ich neulich vorgestellt habe. Schaut euch unbedingt mal die Stadtplaylist an. Die ist unten in der Beschreibung auch verlinkt. Da findet ihr eine ganze Menge cooler Sets. Ich habe zum Beispiel auch schon ein anderes Ferienhaus vorgestellt. Ich muss mal ganz kurz mogeln. Ich suche es mal ganz kurz. Und zwar die 6388. Das war mit diesem schönen Wohnmobil. Das habe ich schon vorgestellt. Aber da findet ihr noch viel, viel, viele, viele coole andere Sachen in der Playlist. Zieht es euch unbedingt mal rein. Ja, dieses Set hier kam 1983 auf den Markt. Und es wurde tatsächlich bis 89 produziert. Das heißt, sage und schreibe 6 Jahre. Dieses Ding war für damalige Verhältnisse ein Dauerbrenner. Ich sehe hier aber gerade, dass relativ viele Sets bis 89 produziert wurden. Aber zum Beispiel diese Tankstelle, die 6371, diese Shell-Tankstelle, die wurde nur 3 Jahre produziert, von 83 bis 86. Und selbst die Polizeistation, die ziemlich cool ist, wird übrigens auch noch vorgestellt, steht schon da hinten im Regal bereit. Die 6384, die wurde auch nur bis 87 produziert. Also dieses Set wurde tatsächlich ein bisschen länger produziert. 6 Jahre ist schon eine stolze Zeit. Und das Set hat 270 Teile. Was erstmal wenig klingt. Aber ihr seht, das ist eine richtig schöne Spielwelt. Liegt ein bisschen auch an der Grundplatte. Aber das Ding ist trotzdem geil. Also die Spieltiefe ist auch in Ordnung. Hier an einigen Stellen ist das Haus auch doch breiter als manch modernes Lego-Haus. Muss man so zu sagen. Süchen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Box an. Diese Box ist tatsächlich in einem ausgesprochen guten Zustand. Ihr müsst euch mal diese Ecken und Kanten angucken. Das ist wirklich, also man könnte fast denken, wie frisch aus dem Regal gepurzelt. So. Und was mir an solchen alten Boxen gefällt, ist, das Design ist ziemlich simpel. Man hat hier streng genommen eigentlich nur das Set, was man sieht, und hat im Hintergrund so ein bisschen blauen Himmel und hier unten hat man noch so ein bisschen was vom Tisch. Ja, passt übrigens farblich sehr, sehr schön. So. Und das gefällt mir super gut. Dann hast du oben noch die Setnummer, hast die Legoland-Banderole und hast das Logo. Fertig aus, Nikolaus. Super Geschichte. Das ist übrigens ein Schiebekarton.
Oben steht Legoland. An der Seite sind auch, upsie, sind auch noch ein paar schöne Bilder zu sehen. Und dann hat man eine super coole Rückseite. Schaut euch das mal an. Besonders cool finde ich dieses Häuschen da oben in der Ecke, neben dem Lego-Logo. Die haben sich tatsächlich einen Pool gebaut. Also ja, natürlich. In der Mitte des Wassers sind blaue Bricks, aber das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Und jeder, der schon mal den ein oder anderen alten Lego-Katalog angeguckt hat, weiß, dass man, wenn man der Figur jetzt die Beine abnimmt und nur den Torso da auf die blauen Bricks steckt, dann sieht es so aus, als wäre die Figur halb im Wasser. Man könnte natürlich auch einfach den Kopf abnehmen und den Kopf auf so eine Noppe stecken und dann sieht es so aus, als wenn derjenige oder diejenige schwimmt, weil ist ja nur bis hierhin zu sehen. Also das ist auf alle Fälle echt ziemlich cool und diese Alternativmodelle geben einem schon mal ein Feeling dafür, was man mit 270 Teilen anstellen kann. Und ich spreche hier, liebe Freunde, nicht von irgendwelchen Kleinteilen, sondern hier sind ordentlich Bricks auch dabei. Auch weiße Bricks, ja, aus denen das Haus besteht. Blaue Bricks, da kann man wirklich gut was draus bauen. Alles Basic-Farben kann man natürlich auch super kombinieren mit dem einen oder anderen Basic-Kasten. Man könnte hier, wenn man noch einen Basic-Kasten dazu hat, gab es ja in den 80er Jahren noch, auch ein Hochhaus bauen. Man braucht halt nur viele Steine. Die Grundplatte trägt das alles und ist sozusagen die ideale Basis für jedes Bauvorhaben. Genau. So, und ich hatte ja gesagt, das ist ein Schiebekarton. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz den Innenkarton. Der sieht hier so aus. Ich liebe diese alten Schiebekartons. Warum? Weil man diese alten Schiebekartons auf eine sehr coole Art und Weise immer wieder zumachen kann und weil diese alten Schiebekartons einfach ein super Zuhause sind, um auch ältere Sets oder gebrauchte Sets im Tütchen hier schön zu verstauen. Ja, so. Ich liebe das einfach. Das sieht immer aus wie original. Hier flattert nichts rum an der Seite. Hier musst du keine Laschen eindrücken. Das ist einfach die genialste Lösung, finde ich. So. Jetzt stellen wir das mal so hier hin. Ja. Es kommen übrigens noch mehr Häuser. Also ihr seht ja hier oben. Da stehen Tankstellen, da stehen Polizeizentralen, da stehen Häuser, da gibt es ein Postamt und so weiter und so weiter. Das kommt natürlich alles noch. Beziehungsweise, wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt seht, klickt euch mal rüber in die Stadt-Playlist. Ganz normaler Move. So, hier ist die Bauanleitung und diese Bauanleitung ist ultra flach. Da glaubt man gar nicht, dass am Ende so ein schönes Haus, so eine schöne Spielwelt entsteht. Denn es sind wirklich nur wenige Seiten. Ja? Und hier wird auch, um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, schön fleißig vorwärts gebaut. Ne? Also da passiert ordentlich was. So. Und ihr seht schon, dass da natürlich auch eine ganze Menge Bricks gesteckt werden und auch schöne weiße Bögen und so weiter. Mit denen kann man natürlich auch gut was anfangen. Türen und so weiter. Dann kommt hier übrigens noch so ein schönes Rolltor zum Einsatz. Rolltore, ne, die kommen ja auch Anfang der 80er Jahre auf den Markt. Ziemlich, ziemlich cooles Zeug. Vor allen Dingen hier bietet das noch eine Spielfunktion, denn es ist hier kein rollendes Garagentor, sondern es ist so eine Art Markise, die man aus- und einfahren kann. Zeige ich euch dann gleich noch. Total cooles Spielfeature. Wenn man das reinschiebt, dann sieht das so aus, als hätte das Wohnzimmer so blau-weiße Deckenpaneele und wenn man es rausfährt, hat man halt draußen ja eine schöne Markise bzw. einen schönen Sonnenschutz. Ja, so ein schönes Sonnenschutzdach. So. Und ihr seht, es gibt auch eine ganze Menge rote Slopes als Dachsteine. Da ist es ein bisschen tricky, besonders bei der einen oder anderen Stelle, wo dann, ja, zum Beispiel hier mehrere von diesen kleinen Slopes übereinander gesetzt werden, weil das ist erstmal noch instabil. Wenn dann hier unten aber so ein großer Slope drüber kommt, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das Fenster auch, die oberen Noppen vom Fenster gut rein flutschen, aber dann ist das stabil. Und wenn du dann oben die Spitze fertig hast, also hier, dann ist das wirklich richtig stabil. Also dann kann man das auch, jetzt fährt fast das Auto weg, dann kann man das auch hier an dem Dach hochnehmen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber am Anfang ist es manchmal, wenn man diese Slopes so übereinander steckt, gerade mehrere, ein bisschen tricky. Ich habe da als Kind auch schlechte Erfahrungen gesammelt. Ich hatte dieses kleine gelbe Haus, zeige ich auch noch. Und da war es so, dass ich dann zu doll gedrückt habe, als ich das die ersten ein, zwei Male gebaut habe. Und dann durfte ich mit dem Dach nochmal anfangen. Ne? Ist halt einfach so. Und nach nur 19 Bauschritten, haltet euch fest, ist diese schöne Ferienvilla bzw. dieses schöne Ferienhaus fertig. So. Und ihr seht hier schon,
Da steht natürlich auch eine schöne Zypresse, denn dieses Set kommt mit einer der seltenen und heute sehr teuren Zypressen um die Ecke. Da müsst ihr übrigens auch aufpassen, wenn ihr das nachkauft. Und was ihr hier eben auch noch seht, ist unten noch alternative Bauvorschläge. Ja? Also nicht nur auf der Rückseite waren damals alternative Bauvorschläge, sondern auch auf den Anleitungen. Was natürlich ganz gut ist, weil die Boxen sind oftmals weggekommen, wurden weggeschmissen. Es war damals Verpackungsmaterial. Ne? Ihr müsst mal überlegen, wie viel Verpackungsmaterial ihr heute aufhebt. Das ist wahrscheinlich verschwindend gering. Ja? Beziehungsweise gut im Lego-Bereich, wenn man Sammler ist, hebt man das auf. Aber im Normalfall ist das früher weggeflogen und dann war es ganz gut, wenn man die Anleitung noch hatte und hatte da eben auch noch das ein oder andere Alternativmodell drauf, was man dann nachbauen konnte. Ja, so. Dann schieben wir das mal zur Seite. Und jetzt brauche ich mal einen Big Brick, denn wir fangen mal mit den Figuren an. Die Figuren sind ultra simpel. So. Also wenn ihr ihn mal anguckt mit seinem blauen Torso, das ist, also für mich ist das ein blauer Rollkragenpullover, so typisch 80er, vielleicht auch 70er-Style. Ist jetzt hier Anfang der 80er, da ist noch ein bisschen 70er-Style rübergeschwappt, sieht man bei ihr tendenziell auch. Also so ein Pulli hat man dann in 70er oder 80er Jahren angezogen. Ultra simpel. Die beiden sind sowas von dermaßen simpel. Ich liebe das. Für mich ist das Lego. Ja? Für mich ist es tendenziell manchmal heutzutage zu viel, was an diese Figuren rangeprintet wird und rangedruckt wird. Ich liebe das. So wie er aussieht mit diesem blauen einfarbigen Torso, mit dieser grauen Light Gray, mit dieser hellgrauen Hose, also das alte Grau. Super. Mit dem Scheitel, mit diesem ganz normalen Gesicht, großartig. Er hat übrigens so eine Kelle in der Hand und auf der Kelle ist so eine kleine Fliese drauf und da brät er sozusagen für die beiden gerade ein Steak oder irgendwas anderes. Ja? Das sind die beiden erstmal. Stellen wir mal hier hin. Dann kommt im Set noch ein Auto vor. Ja? Das ist ein ganz, ganz klassisches 80er-Jahre-Auto, vier Studs weit, vier Studs breit. Vorne die Optik, gab es hunderte von diesen Autos, tausende von diesen Autos, Millionen von diesen Autos, die man auch selber gebaut hat, hinten auch. Also da ist nichts Besonderes dran. Außer, ich mache jetzt hier oben mal die Klappe auf, ein Briefumschlag. Ja? So. Das heißt, einer der beiden hat wahrscheinlich den Auftrag, diesen Briefumschlag, vielleicht ist es ein Ferienbrief, ein Urlaubsbrief, zum Postamt zu fahren. Postamt wird auch noch vorgestellt. So, da hast du schon wieder so eine Spielwelt. Du hast vielleicht hier noch ein Postamt, hast vielleicht hier noch ein paar Straßenplatten, hast vielleicht noch das ein oder andere gebaute Sidebild da und spielst so ein bisschen, dass die im Urlaub sind. Er fährt halt zum Postamt und verschickt einen Brief an die, die zu Hause geblieben sind oder an Freunde. So. Was an diesen alten Autos immer ein bisschen schade ist, man kann nur eine Person reinsetzen. Allerdings, ich habe vorhin, als ich das gebaut habe, mal so ein bisschen rumprobiert. Das Schöne ist natürlich, dieses Auto zum Beispiel hat ja keinen Fahrersitz. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich hier hinten diesen Brief rausnehme, ja, komm, ich will hier nichts abbrechen, hier diesen kleinen Brief, wenn ich den rausnehme, dann entsteht ja hinten noch mal so eine Art Sitzplatz. Und es funktioniert tatsächlich. Wenn man dieses Auto zum Cabrio umbaut, und jetzt muss ich ihm mal seine nette Fleischpfanne aus der Hand nehmen, dann kann man das tatsächlich für beide verwenden. Ne? Also ist ja auch immer ganz neckisch. Mal gucken, dass der hier richtig reinpasst. So, und die nette Dame noch, die guckt auch schön zur Seite. Also zumindest befehle ich ihr das jetzt. Und dann wird die hier hinten reingesetzt. Und schaut euch das mal an. Also ich meine, besser geht's da gar nicht. Die Haare müssen noch gerade. So, frisch gescheitelt. So fahren die dann durch ihren Urlaub und man erinnert sich unweigerlich an die ein oder andere Filmszene, wo ein Cabrio im Spiel ist und hinten ein oder zwei Mädels, aka Freundinnen, da hinten drauf sitzen und rausgucken. Ja, das, also super. Ist also tatsächlich möglich, das Auto so umzubauen, dass sie das im Urlaub beide verwenden können. Ja? Ansonsten, ja, wie gesagt, bei diesen 80er-Jahre-Autos und auch später in 90er-Jahren ist es halt so, dass da meistens nur eine Minifigur reinpasst. Das ist heutzutage manchmal ein bisschen anders. Also ich weiß, dass es Speed Champions mittlerweile gibt, die natürlich auch von der Größe her deutlich breiter sind als vier Noppen, wo man auch mehrere, also zwei Figuren reinsetzen kann. So, warte mal, der Brief muss jetzt auch wieder hier hinten drauf, dass der nicht abhanden kommt. Da scheint was sehr, sehr Wichtiges drin zu stehen. Wichtige Urlaubsgröße. Ich hätte ja tendenziell eher eine Postkarte genommen.
Kann aber auch gut möglich sein, dass Lego einfach diesen Druck schon hatte und deswegen gesagt hat, den nehmen wir jetzt einfach. Es sind einige Drucke in diesem Set. Wir gucken mal, den einen oder anderen Druck werden wir, ja, denke ich, dann jetzt gleich noch sehen. Es sind auch ein paar Sticker dabei, unter anderem hier vorne diese Markise. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns das Set jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu drehen und damit ihr so ein Feeling dafür kriegt, was das tatsächlich für eine Spielwelt ist. Die Größe des Hauses, finde ich, macht natürlich auch ein bisschen die Grundplatte aus, ja? Also, weil auf dieser Grundplatte natürlich so optisch das alles irgendwie stattfindet und man das Gefühl hat, das gehört alles irgendwie zusammen. Wenn man jetzt dieses Haus sich vorstellen würde, einzeln auf einer kleineren Grundplatte und das ganze Gefrickel hier vorne einzeln daneben stehend, dann kommt das natürlich auch in etwa an modernere Sets ran. Ich bin aber trotzdem der Meinung, das bietet noch ein bisschen mehr Spielwert. Man sieht zum Beispiel auch, dass hier die Spieltiefe deutlich tiefer ist. Natürlich ist das hier vorne ein Außenbereich, aber auch der Außenbereich kann bespielt werden. Ja, so. Markise ist wie gesagt geklebt. Ja, das ist hier bestickert. Und genauso bestickert ist auch hier drin diese Küchenzeile. Ja, das ist aber auch über mehrere Teile gestickert, das heißt, das nimmt man so auch nicht mehr auseinander. Würde man dann halt in jedem weiteren Haus, was man aus diesen Steinen baut, auch wieder als Küchenzeile nehmen. Sehr, sehr schön ist hier unten dieses Wohnzimmer mit aus drei Stühlen gebauter Sitzgarnitur. Auf der einen Seite wie so eine Art Sofa aus zwei Stühlen, auf der anderen Seite ein Drehsessel aus auch einem Stuhl, ganz simpel gelöst, in der Mitte ein Tisch. Obendrauf als Glasplatte ist so eine 2x4 Trans-Clear-Platte. Und obendrauf ist so eine Art Vase, die ist gebaut aus zwei solchen kleinen Trans-Red-Platten, also diese 1x1 Round-Plates. Und in der Mitte ist ein durchsichtiger Minifigurenkopf. Das ist ganz cool gemacht, seht ihr das? Das ist wirklich schön. Das ist eine ganz gemütliche Sitzecke. Wie gesagt, dann sind wir in der Küche und im oberen Bereich seht ihr ein Bett, wo man die beiden Figuren nicht nebeneinander hinlegen kann. Das muss man ein bisschen versetzt machen, weil die Arme stören. Also das müsste eigentlich noch ein bisschen breiter sein, ist aber vollkommen in Ordnung. Zum Spielen reicht das allemal aus. Und dann haben wir drüben noch diesen blauen 2x4 Brick. Da liegt nochmal ein Brief drauf. Also die scheinen hier wirklich auf Briefe abzufahren. Im Außenbereich werdet ihr gleich sehen, ist noch ein Brief. Man könnte natürlich auch sagen, dieses 2x4 Brick in Blau ist vielleicht ein Schreibtisch. Ja? Aber es kann natürlich auch so eine Art Kommode sein oder ein Hocker, wo die ihre Klamotten ablegen können und so weiter. Da oben ist eine ganze Menge Platz, also da könnte man auch noch andere Sachen reinbauen. Ne? So. Fenster sind natürlich zum Kippen, beziehungsweise hier unten mit Fensterläden. Und jetzt kommen wir ein bisschen in den Außenbereich. Hier ist die Zypresse, sehr, sehr cool. Ich liebe Zypressen, das ist wirklich was sehr Feines. Die stellen wir aber jetzt mal zur Seite, damit wir das ein bisschen besser begutachten können. Und hier oben, hatte ich ja schon gesagt, ist dieses Rolltor als Markise. Und dieses Rolltor kann man reinschieben. Und dann sieht das so aus. Und ich versuche euch das mal von der anderen Seite zu zeigen. Dann seht ihr nämlich hier, dass das oben dann wie so eine Art Deckenpaneele aussieht im Wohnzimmerbereich. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt fliegt mir hier glatt ein Blumensträußchen um die Ohren. Hier sind nämlich überall auch so Blumensträußchen angebracht. So. Und dann, wie gesagt, haben wir so einen Außenbereich, dann haben wir hier so eine kleine Sitzecke, ja, da liegt schon wieder so ein Brief, hatte ich ja gerade schon gesagt. Das ist ein bedruckter Schirm, der ist auch sehr, sehr schön. Und hier vorne ist eine Feuerstelle, also zumindest soll das eine Feuerstelle sein. Denn da steht ja der nette Herr mit seiner Pfanne und mit der Fliese oben drauf, was ein Stück rotes Fleisch sein könnte. Vielleicht ist es aber auch eine Paprika, eine große Paprika. Und die wird dann da gegrillt und dann wird gegessen, ne? So. Und ansonsten fällt halt, wie gesagt, auch auf, ich zeige euch das mal so von oben. Das Schöne an diesem Set ist halt, dass so eine total coole Grundplatte darunter ist. So. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass heutzutage auch Grundplatten unter Sets sein sollten, weil du kaufst dir dieses Set, baust das um mit ein paar anderen Steinen, hast immer eine super Grundplatte, da hält alles gut drauf fest. Du könntest ja hier auch ein doppelt so großes Haus drauf bauen, aber so eine Grundplatte ist für mich immer die Basis, im wahrsten Sinne des Wortes, die Baseplate für tolle Bauerlebnisse. Und hier vorne sehen wir übrigens nochmal, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, diesen Stein mit der gedruckten 74. Wo ja auch hier die 74 in der Setnummer nochmal erwähnt wird, die 6374. Ja, genau. So. An sich, also dieses Set, wenn du das baust, hast du sofort
Ferienstimmung. Ich habe vorhin lustigerweise mal mir eine alte Platte rausgesucht und zwar von Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Sehr, sehr entspannt, ziemlich elektronisch. Ich habe mal geguckt, die kommt aus den 70er Jahren, ich glaube 73, wenn ich mich nicht irre, oder Mitte oder 76, ich weiß nicht mehr genau, ist also ein bisschen vorher. Ist aber vollkommen egal, wenn du dir hier coole Mucke auflegst, entspannte Mucke auflegst und baust dieses Set. Das ist ein Highlight, das ist wirklich ein Highlight. Und für mich ist es immer noch eins der ikonischsten 80er Jahre Häuser, Sets, die man so im Kopf hat, die ich so im Kopf habe. Und mich würde natürlich interessieren, ob ihr dieses Set auch hattet, ob ihr vielleicht die ein oder andere coole Erinnerung mit diesem Set verbindet, vielleicht natürlich auch das ein oder andere Ferienerlebnis. Vielleicht habt ihr das Set auch mal in einem Urlaub bekommen. Auf meiner Box ist leider kein Preis drauf. Nee, ist leider kein Preis drauf. Aber vielleicht wisst ihr noch, was es in etwa gekostet hat. Das wäre natürlich auch mal sehr spannend. Und schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine coole Zeit. Zieht euch noch andere coole Vintage-Lego-Stadtsets rein. Wir haben eine Menge Reviews am Start. Und dann würde ich sagen, bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und bis bald. In diesem Sinne, bye bye.